Die Inflation in Deutschland hat offiziell 7,9% erreicht. Das heißt, fast ein Zehntel unseres Einkommens und Vermögens werden inflationiert, also verlieren ihre Kaufkraft. Das heißt, du hast nur noch 90% deiner ursprünglichen Kaufkraft gegenwärtig und die Zukunft schaut nicht unbedingt rosiger aus. Jetzt solltest du dir überlegen, worauf konzentrierst du dich? Möchtest du die konservative Geisteshaltung annehmen und sagen, ich spare mein Geld, ich gebe weniger aus, weil ich weniger habe? Oder konzentrierst du dich auf die Maximierung deines Einkommens, also deiner Einnahmen? Mein redlicher Tipp an dich, konzentriere dich auf die Maximierung deiner Einnahmen. Und durch den von uns gebotenen Service, nämlich perfekte Prozesse in dein Unternehmen zu etablieren, ist es im Handumdrehen erledigt, aus deiner gegenwärtigen Situation eine bessere zu machen, denn wir schaffen es durchschnittlich 84% mehr Effizienz in kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz von 5 Millionen Euro zu generieren. Der Statistik nach folgend, wenn du Selbstständiger und oder Unternehmer bist, fällst du genau in diese Gruppe mit weniger als 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Komm auf unsere Website www.esamatthias, also mein Nachname und mein Vorname als ein Wort.com, esamatthias.com und trag dich für eine kostenlose Beratung ein.